Ich möchte immer so da sitzen, Tonio. Meinst? Mir hat jetzt auch ganz gut gefallen da. Findest du in der Boxbeutel nicht, gell? Na, Teufel, die meine haben vergessen. Im Wald oder irgendwo bei der Arbeit. Wie es halt so geht. Schau, ich bin gestern fertig geworden damit. Ich schenk dir. Magst? Megen! Das ist jetzt gerade der dritte, den du mir geschickt hast. Und fein hast du es gemacht. Ich sag dir halt recht, schön vergelt's Gott, gell? Wirst du ihn auch wieder irgendwo liegen lassen? Im Wald? Na, den behalte ich als Andenken. Den verliere ich ganz gewiss nicht. Kannst du darauf verlassen? Na geh. Ich strick dir doch gern wieder einen neuen. Heute Abend fange ich den vierten an. Aber ich muss jetzt im Wald zu die Holzhacker. Da sehe ich dich heute noch ein nimmer. Na, abends bin ich beim Lehrer. Ah, habt ihr wieder eine von euren gescheiten Geografiestunden, was? Du, der Lehrer ist schon recht. Bei dem erfahrt man wenigstens etwas von der Welt draußen. Jetzt muss ich aber wirklich gehen, Pavel. Du musst jetzt gehen? Ja. Die Holz aus der Rhein, die Holz aus dem Rhein.
nicht Arbeit. Schau nicht so dumm. Ist ja die Babel gewesen. Ja, wir wollen ja schauen dürfen, ha? Die Babel geht die überhaupt gar nichts nicht an. Verstehst? Oho. Das können wir ja nur ausmachen. Ja, gut. So, Seppel, bist du zufrieden, ha? Komm schon. Ja, der Gesicht leuchtet ja heute. Hast gewiss was recht Schönes gesehen, ne? Vielleicht, Vater. Wo warst du denn wieder? Beim Kreuz oben. Ja, da ist eine schöne Aussicht. Warst du allein oben? Zuerst schon. Und nachher? Und nachher nimmer. War gewiss ein netter Bursch bei dir, ja? Ja. Na, welcher denn? Ein ganz wer anderer. Grüß Gott, Vater. Na, ja, mal fest bei der Arbeit, ha? Ah, schau, schau, der Bub. Na, seid ihr jetzt fertig im Holz? Ja, es ist Samstag. Da haben wir ein bisschen früher aufgehört. So, ich habe auch nur mehr das Stickel da. Und nachher wäre ich auch fertig. Ja. Geht heim rasten, Vater. Ist recht. Lasst mich fertig machen. Ja, ja, bin auch müde. Hey! Na, Tonio, wohin fahren wir denn heute, hm? Das letzte Mal waren wir hier, in Afrika, bei den Schwarzen. Ja, vielleicht einmal übers Meer. Ja. Nach Amerika, in eine große Stadt. Da fahren wir mal nach Amerika. Schau her, hier übers Meer, vorbei an den Azoren. Und dann kommen wir hier an und steigen hier aus in Kanada, bei den Indianern. Ja, ja. Ja, Kanada, weißt, das gehört eigentlich zu England. Und das ist ein Land, das hat
9 Millionen Quadratkilometer Flächeninhalt. Hä? Ja. Das ist also fast 20 Mal größer als ganz Deutschland. Teufel nochmal, das war ein Land für uns reinen, hä? Dabei hat's nicht mehr Einwohner als Bayern. Und das Klima da in Kanada, weißt, das ist fast genauso wie... Du schau, da hab ich's. Was hast denn da? New York, die größte Stadt der Welt. Ja, du Depp, du, New York liegt doch nicht in Kanada. Verwusst, mein Lieber, in Amerika. Oh. Was? Einmal möchte ich aus in die Welt, übers weite Meer, ein Schiff sehen und eine große Stadt. Teufel einmal. Ja, ja, wer das gekennt? Himmel, Herrgott, mir kommt alle Weile vor, in einer Stadt müsste 100-mal schöner sein zu leben als bei uns da herinnen. So? Zwischen den Bergen lebst du auf die Dauer wie ein gefangener Fuchs. Was denn, willst du denn weg von den Bergen? Ja, ein bisschen Geld haben wir schon gespart. Und ich werde dir was sagen. Die Berge mag ich eh nicht mehr. Du, das glaube ich dir nicht. Na, du kannst ja gar nicht erwarten, bis der Winter kommt. Ich habe dich gestern noch gesehen, wie du deine Skier hergerichtet ja, hast. Ja, die Ski, oh. Das ist ganz was anderes. Das ist es. Och, wir starten heuer als Auswahlmannschaft für die FIS-Rennen. Aha. Und da müssen wir rechtzeitig trainieren, damit wir uns nicht blamieren. Hab's denn gute Burschen beieinander? Mein Lieber! Ja, ja, sein Holz, Hocker, Wurm, sein Lustigelei, Trihuldio, wie lang nur zu. Den Sonderpreis für die beste kombinierte deutsche Leistung in Abfahrt und Slalom, den der Amerikaner Mr. Aston Douglas Williams gespendet hat, haben unsere Kameraden vom Skiclub Schneeberg, Tonio Feuersinger, Jörg Radebitter und Thomas Walsch gewonnen. Unseren Kameraden vom Skiclub Schneeberg ein dreifaches Ski! Hey, Ski, hey, Ski. Hey. Bravo, Tonio! Halten Sie den Preis in Ehren. Solche Siege sind die schönsten. Dankeschön. Ski heil. Ski heil. Gratuliere. Ski heil. Mein Glückwunsch. Ski heil. Prost! Prosti! Ah, Mr. Williams! Ich danke dir schön für den schönen Preis. Gratuliere. Dankeschön. Gratuliere, Tonio. Servus. Gratuliere auch. Dankeschön. Servus. Oh, schön sind Sie auch. Wunderbar, gell? Alles Gute. Servus. Dankeschön. Dankeschön. Komm, gehen wir auch gratulieren. Ja. Jetzt hätte er eigentlich einen Kuss von dir verdient. Aber Herr Lehrer, Tonio. Ja, Paul. Gratuliere, Tonio. Oh, fertig hast du was. Schaut euch den Preis an. Komm, Paul, tanzen. Lasst mich den Preis mal sehen. Komm, zeig her. Darf ich bitten? Pleasure. Na, Babel, freust dich, dass wir gewonnen haben? Ja, und wie? Es ist ja so schön hier. Mm-hmm.
war mit der amerikanischen. Geht die gar nichts an. Ist die aber nett. Sicher ist die sehr reich. Geht die auch nichts an. You speak English? Yes, a little. Nicht sehr viel. Fein. Ich möchte gerne ein paar schöne Touren mit Ihnen machen. Können Sie Ski laufen? Yes. Gut? A little. Das Weißhorn ist aber schwer. Müssen wir einen zweiten Führer mitnehmen. So? Ja, im Winter noch nie gemacht worden. Ist eine Erstersteigung. Erstersteigung? Wunderbar. Wenn das meine New Yorker Freunde erfahren, werden sie staunen. Ja, aber zuerst müssen wir oben sein, mein Lieber. Also, morgen gehen wir aufs Weißhorn. Sie hat mich gerade vorhin beim Tanzen engagiert. Am ersten Tag schon aufs Weißhorn? Ja. Okay, ich verstehe dich nicht. Aber da ist doch nichts dabei, Pavel. Ich habe doch schon oft schwere Touren geführt. Du hast doch kein Vertrauen zu mir vielleicht, oh, ha? Oh ja, ich habe schon Vertrauen zu dir. Aber du nimmst alles viel zu leicht. Na, ich gehe ja nicht mit dir allein. Nimm den Jörg als zweiten Führer mit. Ha, der? Ja. Der ist ja noch leichtsinniger als du. Leichtsinnig? Bin ich vielleicht schon mal leichtsinnig gewesen, ha? Geh, was sitzt denn da, Pavel? Machen wir nur einen Tanz. Morgen geht's auch wieder auf die Höhe. Schau das, weiter bin ich hier jetzt da. Mit der Pavel tanzen Sie. Ha? Ja. Geh mal. Was ist? Das ist die große goldene Sonnenmaske. Ah. Oh, wundervoll. Wunderbar. Die kaufe ich für meine Tochter Lilian. Oh, die freut sich so darüber. Was kostet? Ja, die kann nicht verkauft werden. Die ist ja schon seit Generationen in unserer Gemeinde. Die gehört nicht mir. Die gehört der Rauhnacht. Rauhnacht? What's Rauhnacht? Rauhnacht? Rauhnacht ist ein großes Fest. In der Rauhnacht, da stehen alle Geister auf. Der Wald, der Acker, die Wiese, das Feuer und der Wind. Alle bringen in jener Nacht dem Sonnengott ihre Huldigung dar. Wundervoll. Und in der letzten Nacht wählt dann der Sonnenkönig unter den 12 Rauhnachtsmädchen seine Braut. Sehr schön. Vater, wer wird den Rauhnachtskönig im nächsten Jahr? Oh, wie ich mich frei. Gilt du, dann darf ich auch mitmachen. Nein, 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 nur Zeit lassen. Wir müssen überhaupt erst sehen, ob du mitmachen darfst. Oh, it's very interesting, sehr interessant. Lieber Meister, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Schnitzen Sie mir genau so eine Kopie von dieser Sonnenmaske und ich zahle Ihnen $100 dafür. Was? That's all right? Ja, natürlich können Sie die haben. Und vergolden tue ich Ihnen auch noch. Fein. Herein. Grüß Gott, Gudana. Grüß Gott. Grüß dich, Babel. Grüß Gott. Grüß Gott. Was wollt's denn? Wir kommen die Sonnenmaske holen. Ja, wisst denn wohin damit? Ja, wie es bestimmt worden ist. Ja, dann nehmt sie's und passt halt gut drauf auf, dass ja nichts passiert. Na, na. Grüß Gott. Grüß dich, Babel. Jetzt bringen Sie die Sonnenmaske zum neuen König.
Raunenkönig ist der Tonio. Und die bleibt jetzt bei dir. Die nächste Rauhnacht ist auf deinem Hof. Und du bist der Wirt. So ist's bestimmt worden. Ja, ist schon recht. Ich gebe euch mein Wort für den Tonio. Die Sitten der Väter muss man heilig halten. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Mandel. Grüß Gott, Babel. No? Was hast denn? Bist ja so still heute, Kind. Ich möchte dem Herrn Lehrer gern was sagen. Was Wichtiges? Ja. Nun, setz dich hin und erzähl. Thank you.
Sie Schmerzen? Where are we? Wo ist Jörg? Jörg. Warten Sie hier. Komm gleich wieder. Bärbel, lass ihn ruhig mal fort in die Welt. Es gibt ein altes Sprichwort, kennst's? Nein. Na, dann merkt ihr es. Es heißt, wer nie fortkommt, kommt nie heim. Ich weiß nicht. Ich hab halt solche Angst. Ich glaub, der Tonio kommt nie wieder heim. Ich kann gar nicht begreifen, dass wir noch leben. Wir leben, ja. Aber Jörg, der arme Teufel, der hat daran glauben müssen. Herrgott, gehen wir. Ich mag die verfluchten Berge nicht mehr. Thank you.
How do you do? I would like to see Mr. Williams. I'm sorry, sir. Mr. Williams is away for the winter. Away? When do we expect him back? It's hard to say, sir. Well, thanks. I'll call again. All right, sir. Job for you. Yeah? $18 a week. I see. Now you go there. Sure. Any chance for me? Any chance? Sorry. Bill, that's all for today. Now you go there. Yeah? And tell him? Yes? That I sent you. You take the G bus. No rent for 2 weeks. Get out. Maybe soon I get a job and then I'll pay you everything. I heard that before. But if you only would give me a chance. Get out and hurry up. $1.50. How much? $1.50. Okay. Thanks. Get the hell out of here. Oh, go on. Morning, sir. Oh, get away. Sorry, go on, beat it. I'm already going, yeah. Hey, you, wake up. Get the hell out of here. Go on, beat it.
This ain't no hotel. Go on. Company. Morning. Morning. I was sleeping over there and that guy woke me up. Yeah, me too. Yeah. It's getting to be tougher and tougher sleeping here. Say, what do you do? Nothing. I'm now 10 months out of a job. That's nothing. I'm out for 16 months. Yeah. Where do you come from? I'm a Bavarian. What? From Germany. Germany? Yes. I was over there. I fought in that war, me. Me too. You did? Yes. Yeah. Have a cigarette? Yes. Have a match, buddy? Good. Breakfast. Good. Say, haven't you got any friends here? Yes. A good friend. Well, let's see him. But he isn't here. Mr. Austin Williams. Yes. Is this a friend of yours? Yes, a good friend. Let's go see him, huh? No, he isn't here. Not here? No, I was there. Don't worry, I'll find him. Come on, Kenny, I'll tell you, we'll find that old guy. Come on here, come. See, I told you it's not so far from yes, here. Yes, I huh? know, but it well, is. Well, let's see. It was just a short walk. Do you like to have some breakfast? Why not? Wait a minute. Nice little pussy. Take that one. Huh? Must be here. Well, here's where we eat. Here we are. How do you do? Hello. We'd like to see Mr. Williams on a very yes, important matter. I've told you before, Mr. Williams is not in. But listen, this is a very good friend Mr. of Mr. Williams. Williams is not in. Well, Tony, I guess Mr. Williams is not in. Yeah. Son of the... Well, Tony, let's go. You know, I'm gonna get even with that guy someday. Yes, it's a hard one. Yeah, but not so bad. Yeah. Thank you.
Come on, I want you. What for? Say, listen, why don't you guys be reasonable? You can at least give a fellow a chance to have his breakfast. Never mind what for. Come along. Uh-huh. All right, all right. Oh, look out, you're spilling the coffee. Huh? Never mind that. Wait a minute, come wait on. A minute, will you? So long. Come you on can't now, take do it that, easy. Huh? Yeah. We can have a cup of coffee yeah, here and I talk know. It all over, yeah, yeah. Can't we? Thank you.
Grüß dich, Babel. Grüß Gott. Grüß Gott, liebe Babel. Schaust nicht gut aus. Fehlt dir denn was? Nein. Fehlt dir der Toni? Der hat dich schon längst vergessen. Der hat die amerikanische geheiratet. Das ist nicht wahr. Ja. Im Laden drunter erzählt man ja allerhand.
Meinst du, ich weiß nicht, dass er dir schon lange nicht mehr schreibt? Mir wäre auch lieber, er wäre daheim geblieben und hätte mir bei der Arbeit geholfen. Das habe ich mir schon damals gedacht. Schon damals, wie er fortgefahren ist. Der hat uns alle verraten. Der? Der hat die Heimat verraten. Ja, weil es wahr ist. Seid doch endlich still. Das ist ja gar nicht wahr, was ihr davon ihm erzählt. Der Tono ist doch kein Lump. Na, das weint, das habe ich aber nicht wollen. Na, ich will jetzt nicht Bäuerin werden. Ihr habt dem Tonio mein Wort gegeben und das halte ich. Und wenn es noch so lang dauert. Schaut, ich übernehme jetzt den Hof von meinem Vater. Hätte gern heimgeführt als Frau. Bist ein nettes Madl. Und gefallen hast mir allebei gut. Na, überleg das halt. Ich will da aber weiter nicht reinreden, weißt? Da gibt's nichts zum Überlegen, Vater. Ich warte auf den Tonio. Also nichts für ungut, Babel. Na, geh ich wieder. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß dich. Pfiat dich Gott. Pfiat dich. A gentleman told me a very interesting story. Oh, yes, I read it in the paper.
It isn't such a hard story. Oh, tell it again. Oh, no. Let me tell it. Tonio and I are partners. Everything between us is 50-50. For noon and boys last in Alton Herrn Williams, for I saw. Excuse me, gentlemen. I will be right back. All right, Tony. And don't forget, everything is 50-50. Okay, Jimmy. Well, gentlemen, at first let's have a good fun drink. And then I'll try to tell you again the whole story. Now, Miss Lillian, you aren't dancing anymore? No, I don't feel like it. Es ist heute langweilig bei uns. Kommen Sie, gehen wir in die Bibliothek. Aber ich finde es gar nicht langweilig bei Ihnen. Im Gegenteil, mir gefällt es wunderbar. Ist doch sehr schön hier bei Ihnen. Ja, aber das verstehen Sie nicht. Sie verstehen von Frauen überhaupt nicht viel. Ah, nicht wahr? Das kommt ganz drauf an, wie man es nimmt. Können Sie sich noch erinnern, was wir in den Bergen vor einem Jahr erlebt haben? Ja. Wie es drüben jetzt wohl sein müsste. Glauben Sie, dass Sie bei uns bleiben werden? Schon möglich. Aber haben Sie gar keine Sehnsucht nach Europa? Nein, ich möchte dort nicht leben. Ja, das kann ich ganz gut verstehen. Aber sehen Sie, ich habe manches Mal sehr große Sehnsucht nach Europa. Ich glaube, ich könnte hier nicht leben. Not even with me? What did you say? Ob Sie auch mit mir hier nicht leben könnten? Lillian. I love you. Thank you.
Grüß dich, Gott, Vater. Grüß dich, Gott, Grüß dich, Antonio. Servus, Seppel. So, und jetzt lauft und bringt alle her auf meinen Hof. Das muss halt die schönste Rauhnacht werden. Ja, bist du's wirklich, Bur? Das ist eine Freude, dass du heimgefunden hast. Vater, jetzt bleibe ich daheim. Wo ist denn die Babel? Die wird schon kommen. Die wird schauen. Heute ist Sonnenwind. Heute ist Rauhnacht. Ja, Vater, Sonnenwind ist Rauhnacht. Und deswegen bin ich auch gerade heute gekommen. Hast dein Wort gehalten, Bur? Bist der Rauhnachtskönig. Vater, ich hab's auch nicht mehr rausgehalten in der Fremd. So, jetzt gehen wir rein ins Haus, Bur. Ein bisschen ausrasten. Ein bisschen etwas essen und du wirst mir nachher erzählen, wie es dir ergangen ist draußen in der weiten Welt. Wo ist denn die Sonnenmasken? Ja, droben in der Holzhütte ist sie. Jetzt geh, Bur, lauf, hol sie dir, schau zu deinem Recht. Bring sie nur alle her auf unseren Hof. Vater, ich bin gleich wieder da. Leute, hört's her! Kommt's alle an Feiersingerhof! Der Alte lädt uns alle ein! Sein Bub ist wieder gekommen! Ich hab ihn selber gesehen! Was gibt's denn? Die Babel macht nicht mit. Wo ist sie denn? Ich weiß nicht. Sie hat ihr Rauhnachtskleid verschenkt. Dann hin. Ich geh sie suchen. Sag dem Vater, ist gut. Ich bin gleich wieder da. Ist schon recht. Ja.
Ich bin der Wald, bin ururalt. Ich fange den Sturm, ich fessle den Schnee. Ich bau euch die Hütten, ich heiz euch den Herd. Bäuerlein, Bäuerlein, halte mich wert. Ich bin die Wiese, ich bin die Weide. Trag bunte Blumen auf meinem Kleide. Ich mach eure Herden glänzend und fett, den Burschen und Mädeln richtig ein Bett. Bäuerlein, Bäuerlein, ehrt mir die Wiese. Ich bin der Acker. Goldenes Getreide ist mein Kleid. Goldenes Getreide wandelt ihr zu Brot. Wenn ich nicht wär, käm Not und Tod. Bauersmann, Bauersmann, schau mich voll Ehrfurcht an. Ich hab dir ja gesagt, dass ich wiederkomme. Und jetzt bin ich wieder da. Du, der Lehrer hat mir mal einen wunderschönen Satz gesagt. Den kenne ich. Er hat gesagt, wer nie fortkommt, kommt nie heim. Hat er recht gehabt? Ja. Was? Barbel. Komm, gehen wir in die Christmesse, ja? Ja, ja, gehen wir. Die Hexen. Hab nichts zu suchen da.
Sag ich, Schatz, das weiterkommt. Paul, es ist zugesperrt. Du horch.